Oder habe ich hier schon... Ah, doch. Moment, können wir einmal lernen? Charakter? Okay, wir haben nicht genug Ruhm. Aber Moment, wir haben ein Dings bekommen. Ring. Ring des Inquisitors? Wieso haben wir den denn nicht angewählt? Hallo? Ist ja voll lächerlich. Muskete und Kugelsicher plus 5, das ist ja voll geil. Haben wir bestimmt vom Anfang an, ne? Toll. Und wir tragen den nicht mal. Aber schmutzige Tricks und Silber. Ach, scheiße. Ich dachte vielleicht auch Diebeskunst. Amulett haben wir. Kugelsicher. Und Ohrring haben wir schon Diebeskunst plus. Na gut. Dann bräuchten wir noch einen Skillpunkt. Können wir ihn vielleicht beklauen? Die entlaufenden Sklaven. Oh. Die entlaufenen Sklaven sind Geschichte. Wirklich? Das wird die Fuego interessieren. Er weiß es schon. Ja, das weiß er schon. Okay. Wo geht's eigentlich hier hin? Achso, dann geht's dahin. Zu. Ach, das ist der gleiche Durchgang. Ach, sieh mal an. Ah. Das war also auch die gleiche Spinne. Okay. Ich verstehe. Und ich laufe in der düstersten Nacht mal hier so. Also, wo auf jeden Fall noch eine verschlossene Truhe ist und die, glaube ich, auch einfach ist, ist bei den Reisfeldern da. Ah, genau, und Reisfelder zu den, bei den Zuckerrohrfeldern. Zuckerrohr? Ist das Zuckerrohr? Ich weiß gerade gar nicht. Aua, oh, da war wohl eine Anhöhe. Und wir könnten auch nochmal mit dem einen Sklaven reden und ihm schön hinter die Nase halten, dass wir seine Kumpels umgebracht haben. Ich habe deine Brüder im Dschungel getroffen. Und du lebst noch? Das heißt, sie sind tot. So ist das. Es gab keinen anderen Weg mehr für sie. Sie waren in den Gräbern. Sie mussten versuchen, dich zu töten. Sonst wäre der Zorn der Ahnen über sie gekommen. Tja, vielleicht war ich auch der Zorn der Ahnen. Es hat aber locker aufgenommen. Ich dachte, jetzt würde er erstmal abdrehen. Warum leuchtet es da so? Hä? Leuchtepunkt. Leucht. Keine Ahnung, warum es so leuchtet. Meine Güte, ich bin drauf und dran, gerade die Helligkeit hier hochzustellen. Ich will nicht die Kante hier runterfallen. Ich brauche Fackeln. Okay, ich bin doch die Kante runtergefallen. Na gut, dann bin ich eben die Kante runtergefallen, mir egal. So, der Typ sitzt da wie gehabt. Gilles, hast du was Neues? Verkaufst du mir was von der Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Ah, Fackeln. Moment, Pistolen, Fackeln. Super. Kauf mir direkt mal 4 Fackeln. Und verkaufen. Entermesser. Axt eines Versunkenen. Dreckiges Hemd brauchen wir noch, wenn wir das Lederhemd wieder abgeben. Flugstein eventuell noch behalten. Ring des Inquisitors behalten. Trank der Klingen, Trank des Rituals, Trank der Überzeugung. Krallen. Krallen auf jeden Fall ein paar verkaufen. So um die 8. Leuchtkugeln behalten wir 3 Stück, also verkaufen wir 5. Sicheln, wichtige Zutat für Voodoo, behalten wir alle. Muscheln öffnen wir noch. Perlen können wir, glaube ich, verkaufen. Jadestein behalten. Goldbrocken. Können wir die einschmelzen oder nicht, ist die Frage. Erstmal behalten. Goldzepter, goldener Teller, Karaffe, Idol, Idol. Und wir haben 3300 Gold. Das ist doch schon mal sehr schön. So. Wozu sollten die Piraten Zuckerrohr stehlen? Das brauchen wir ja nicht nochmal fragen. Benutzbares. Fackeln. Ach, und ich hatte eine Idee. Linke Hand können wir Sand, Dolch und... Okay, das geht. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Und der guckt uns nicht zu, oder? Okay. Hier war eine Truhe. Aha. 25 von 20. Schlösser knacken ist schwer. Trank der Ehrfurcht. Oh, der ist nicht schlecht. Einschüchtern haben wir kaum Punkte drin. Grog, Schrot und Gold.
So, wo ist der andere Typ? Der Typ, der hier stand und mit uns jagen wollte. Steht er da? Ah, da steht er. Was weißt du über diesen Wald? Was weißt du über diesen Wald? Wenn du den Wald erkunden willst, bleib um Himmels Willen im Tal. Geh bloß nicht zu weit in die Berge. Da oben treibt sich ein Jaguar rum. Dahinter kommt noch eine Höhle. Wenn du mit deinem Leben fertig bist, ist das der Ort, an den du gehen solltest. Also der Jaguar, den habe ich aber... Ein Jaguar schaffe ich locker. Ja. Ein Jaguar schaffe ich locker. Ohne Gewehr? Lächerlich. Der Jaguar ist erledigt. Ich habe den Jaguar erledigt. Den in den Bergen? Das war ein gefährliches Biest. Ich bin beeindruckt. Ja, kein Problem. 50 Ruhm, geil. Zeig mir deine Waffen. So, der Gute. Ich will mal kurz gucken. Flinte. Enterpistole. 400 Gold. Ich bin nämlich gerade, da wir jetzt so ein bisschen in Gold schwimmen, bin ich in der Versuchung, eine Pistole zu kaufen. Aber... Also die von Barney kosten 750 und 500. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß aber noch nicht, welche besser ist. Eine einfache Pistole billig und schnell herzustellen. Ich save mal ab. Fix save. Mach mal kurz, zeig mir deine Waffen. Kauf die Enter-Pistole. Und jetzt gehe ich mal ins Piratennest. Und... Oh, ganz knapp fast zu den Typen gelaufen. Und jetzt muss ich hier mal kurz mit dem anderen reden. Und dann vergleiche ich mal kurz die Waffen. Was habe ich da gehört? Hier, zeig mir deine Ware. So, hier haben wir Pistole. Und ich habe, also da haben wir 60, 10 mehr Schaden, gleiche Nachladezeit. Und Schrotpistole. Oh, und Pistolen plus 20. Okay, dann hole ich mir, glaube ich, die Pistole, ja. Dann mache ich mal Ende. Quickload. Ich hoffe, ich habe den Quicksave gemacht, bevor ich die Pistole genommen habe. Habe ich? Habe ich nicht? Moment, das muss ich jetzt nachchecken. Wäre dumm, wenn nicht, ne? Wie lange lädt er eigentlich? Hallo? So. Inventar, linke Hand. Ist bei linker Hand, denke ich, ne? Ja. Können einfach gucken, ob er sie noch im Inventar hat. Hat er, okay. Okay. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Nach Puerto Sacarico. Und ich glaube, hier war eine verschlossene Truhe. Sind sowieso gerade keine Wachen hier drin. Deswegen ganz leise zu der 30er-Truhe. Wieso gibt es nur 30er-Truhen? Ah, ist jetzt schon die dritte 30er-Truhe. Verdammt, wir brauchen mehr Diebeskunst. Wo war noch eine verschlossene Truhe? Hier drin. So, hier jetzt stehen aber die Wachen alle rum. Zeig mal, was war hier für eine Truhe? Ein 20er. Wenn und rechts Klaus war, glaube ich, auch eine Truhe, oder? Hier, ein 25er. Okay, da schläft die Fuego. Wir müssen nur kurz die Wachen ablenken. Wir könnten nochmal hier oben gucken, ob es hier irgendwas zum Klauen gibt. Oh, hier ist noch eine 60er-Truhe, okay. So, Leute, kommt mal kurz hier hoch, damit ich da unten gleich meine Diebestour starten kann. Einer, zwei, drei. Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Ja, schmeiß dich selbst raus. Jetzt kurz hier reinschleichen. Und zu der Truhe. Ja, heavy. Schrot und Goldbrocken. Okay. Mistkerl, klau dir einfach! Was passiert da gerade? Scheiße. Verdammt, das haben sie gesehen. Sonst sind sie doch immer so langsam gewesen. Ah. Können die sich bewegen, während ich in der Truhe drin bin? Hallo? Lol. Wieso gehen die jetzt weg? Jetzt nicht. Mach hier bloß. Hä? Okay.
Okay, das kann ich gerade definitiv zu meinem Vorteil benutzen, ne? Ja, Leute, dann gehe ich mal hier rein. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Das entscheide immer noch ich. Ich kann die mache hier Quick Save, Quick Load. Und wenn das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle, dann gehen sie jetzt gerade einfach alle weg, weil sie es nicht mehr interessiert, dass ich hier drin bin. Wenn es denn irgendwann fertig lädt. Nach 10 Stunden. Ich kann Diebe nicht ausstehen, falls du mich verstehst. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Na, das hätte ja super funktioniert. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Lass mich durch. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Na gut. Ja, dann machen wir das irgendwann anders. Am Tag, wenn ich mehr sehe. Okay, dann gehen wir mal kurz ins Piratennest. Und kaufen wir eben die Pistole. Weil dann würde ich gerne den einen noch zum Duell herausfordern. So, die haben wir schon mal. Kurz eine Runde Flotten schießen. Mach dich bereit. Konzentrier dich. Verdammt, ich hab nicht gesaved. Das heißt, wir haben jetzt 50 Gold verloren, wenn ich nicht schaffe. Ich muss es schaffen. Ich schaffe das. In der Nacht ist ja super. Notiz für mich, nicht Flottenschießen in der Nacht starten. Man sieht ungefähr gar nichts. Ja, das ist sowieso schon verkackt. Brauche ich mir keine Mühe mehr geben. Das zackt. Dieses Flottenschießen, ich werde es nie gewinnen. Jedenfalls nicht, während die blöde Kamera läuft. Und so heimlich will ich es auch nicht gewinnen, das ist ja scheiße. Na egal. So, dann linke Hand, Pistole, wie ich es mir schon gedacht habe. Haben wir da genug Munition? 46 Schuss, okay. Zählt das jetzt für fiese Tricks? Oder ist es ein anderer Wert? Muskete, Pistole. Das Talent Pistole erhöht die Zielgenauigkeit von Pistolen sowie den Schaden von Schrotpistolen. Also dann gehört das nicht mehr zu schmutzige Tricks, ja? Wahrscheinlich nicht. Na gut, so, und jetzt will ich mich mal an den Typen da wagen. Quick Save, ich glaube, ihr wisst wen. Hey, warte mal. Das und dein Hut gehört der jetzt. Hut gehört jetzt. Dann kämpfen wir. Auf geht's. Auf geht's. Dann mal. Bam. 20 Sekunden, ja. Ich glaube, wenn wir den noch zweimal treffen, ist er praktisch tot. Also der Kampf dauert höchstens eine Minute. Es sei denn, wir verfehlen natürlich. Friss Blei! Ha! Kampf um den Hut. Zack, Bauch aufgeschlitzt. Was für überflüssig? Soll ich dir was in die Presse gehen? Ich habe selten jemanden erlebt, der wegen einem Hut so fest zugeschlagen hat. Es ist halt ein Glückshut. Und Glück kann ich gebrauchen. Ja, es ist ein guter Hut. Auch ich habe ihn in einem Kampf gewonnen. Also, was soll's. Jetzt gehört er dir. Danke. Ich habe mich um den Nachschub gekümmert. Ich habe mich um den Nachschub gekümmert. Junge, du taugst was. Wenn ich der Captain wäre, würde ich dich mitnehmen. Da ich aber nicht den Rauschebart trage, musst du wohl noch zeigen, was du drauf hast. Wahrscheinlich ging es um den Dings, ne? Nachschub. So, jetzt werde ich erstmal eine Runde schlafen. Können wir auf dem Schiff irgendwo schlafen? Worauf trinken? Wann auf dem untersten? Hä? Was? Aber wir trinken auf alles so. Solange nur wir zusammen trinken, ist das doch alles schön. Gab es hier ein Bett bei den Kanonen? Die Truhe haben wir ausgeräumt. Da gab es nichts. So, bestimmt irgendwo ein Bett, oder?
Doch, da gab's ein Bett. Da, irgendwo. Irgendwo gab's ein Bett. Hier. Bestimmt liegt da jetzt dieser Du Boy drin. Nee, doch nicht. Bis zum nächsten Morgen schaffen.